Genau, also schreibt mir mal, was passiert, wenn Bennu die Erde trifft. Zur Erinnerung, er ist 496 Meter im Durchmesser. Was passiert, wenn so ein Asteroid die Erde trifft? Schreibt es mir gerne mal. Wir versuchen nochmal ihn. Dann geht der Stream aus, ja, wahrscheinlich. Also wenn er auf Deutschland fallen würde, dann definitiv. Mach mal. Also ich hoffe, jetzt klappt das. Genau. Aha. Hä? Ah, doch, doch, doch. Jetzt fliegt er doch auf die Erde zu. Perfekt. So, jetzt schauen wir mal. Er nähert sich. Ich würde sagen, es sieht schlecht aus für im Moment Südostasien. Mal gucken, wo er einschlägt. Oh, er ist eingeschlagen. Schaut euch das mal an. Das ist schon heftig. Das ist schon wirklich ein heftiges Ereignis. Ihr seht, er ist eingeschlagen hier irgendwo in Südostasien. Dadurch wurden super viele Partikel aufgewirbelt, weitere Asteroiden, die dann durch die Gravitation der Erde wieder zurückgezogen wurden und überall, also wirklich global, andere Einschläge verursachen. Wir sehen, auf der anderen Seite der Erde kommt es zu Sekundäreinschlägen. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und das ist jetzt kein Event, was die Erde auslöschen würde, wie wir sehen. Die Erde ist noch da, aber es wäre absolut dramatisch mit den ganzen Sekundäreinschlägen in Brasilien, Europa bestimmt auch was abbekommen. Also es wäre nicht gut, wenn das passieren würde. Ich meine, ich hätte eben irgendwo gelesen, dass das die Kraft von 80.000 Hiroshima-Bomben hätte. Es kommt natürlich auch auf die Geschwindigkeiten, den Einschlagswinkel an. Das wäre schon, ja, einige tausend Atombomben wäre das schon. Genau, ja, so sieht's aus. Die Erde ist flach, genau, ja. Ja, das gibt mir einen guten Anlass, gleich mein neues Buch noch schamlos zu bewerben. Da habe ich nämlich astronomische Verschwörungstheorien widerlegt, wie die flache Erde. Das werde ich gleich am Ende des Streams noch schamlos bewerben. Genau, also das würde passieren, wenn Bennu einschlagen würde, mit einer normalen Geschwindigkeit, sage ich mal. Wir sehen, hier haben wir immer noch die Nachwirkungen, ne? Also Fragmente der Erde, wir zoomen mal ran, die hier rausgeschleudert wurden. Schaut euch das mal an. So ein heißes Stück Erde, was da rausgerissen wurde und nun erkaltet und durch den Kosmos fliegt. So, Leute, wir haben noch 4 Minuten, bis der NASA-Livestream anfängt. Jetzt wird es also gleich richtig, richtig spannend. Für alle, die jetzt später dazugekommen sind, ich sehe, wir sind jetzt über 800 Zuschauer. Wir gucken uns gleich an, wie die NASA die Proben, die echten Proben präsentieren wird der OSIRIS-REx-Mission. Also echter Asteroidenstaub. Und wer weiß was noch, ne? Also wer weiß. Ein kleiner Überraschungseffekt ist vielleicht auch dabei. Wer weiß, was sie da gefunden haben in dem Probenbehälter. Und wir gucken uns das gleich ganz genau an. Ich bin super gespannt, was wir sehen werden. Ob vielleicht sogar schon die ersten Ergebnisse einer Probe vorliegen. Das wäre natürlich auch ein Knüller. Ich sag mal, das absolute Nonplusultra wäre, man hat in diesem Asteroidenstaub irgendwie Hinweise auf Leben entdeckt oder organische Verbindungen oder was weiß ich. Also wir lassen uns überraschen. Und in 4 Minuten geht die Pressekonferenz der NASA los. Bis dahin nochmal kurz der Hinweis, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat und mir helfen möchte, die 200.000 Abonnenten zu knacken, da würde ich mich riesig freuen, wenn ihr jetzt mal unter dem Stream auf den Abo-Knopf drückt. Ist absolut kostenlos, ihr verpasst keine neuen Videos mehr, es gibt jede Woche mehrere und ihr helft mir, mein großes Ziel von 200.000 Abonnenten zu knacken. Deswegen alle gerne mal auf den Abo-Knopf drücken. Vielen, vielen Dank, Leute. Und jetzt wieder weg hier. Genau. 3 Minuten haben wir noch. Diese Zeit nutzen wir, um noch ganz schnell Bennu mit Lichtgeschwindigkeit auf die Erde einschlagen zu lassen. Was sonst? Schauen wir mal, was dann passiert. Ich muss mal gerade Nikolas bannen. Der behauptet nämlich die ganze Zeit, die Erde sei flach. Was völliger Blödsinn ist. Was mir aber immerhin gute Gelegenheit gibt, gleich mein Buch über die flache Erde zu bewerben. So, genau. Jetzt lassen wir Bennu mit Lichtgeschwindigkeit auf die Erde fliegen. Genau, da ist er. Man kann nämlich jetzt hier die Geschwindigkeit einstellen. Das heißt, wir machen jetzt hier als Geschwindigkeit 1C, also einmal maximale Geschwindigkeit und gucken mal, was passiert. Ups. Habt ihr das gesehen? Er ist jetzt mit Lichtgeschwindigkeit in die Erde gerammt und die komplette Erde ist quasi, ja, hat sich in eine Hitze, in einen super heißen, apokalyptischen Ball verwandelt.
Also, ob wir jetzt die Temperatur hier sehen können. Ja, Durchschnittstemperatur knackige 20.000 Grad, angenehm. Wir sehen, die komplette Oberfläche ist vernichtet. Und ja, es ist ziemlich heiß geworden. Das ganze Wasser ist wahrscheinlich instant sublimiert. Und ja, das würde passieren, wenn er uns mit Lichtgeschwindigkeit trifft. Aber da müssen wir uns in echt zum Glück keine Sorgen machen, denn mit Lichtgeschwindigkeit fliegen die Objekte im Weltraum, also außer Photonen, ne, Lichtteilchen, okay. Aber Asteroiden fliegen nicht mit Lichtgeschwindigkeit rum. Das heißt, das kann uns nicht bevorstehen. Aber spektakulär ist schon, muss man sagen.